So, wo ist Ras? Da ist er. Ah, fünf Krale. Die Sippenfürsten und Ras hatten ein sehr erhellendes Gespräch. Behandelt mich nicht wie eine Verbrecherin, ihr widerliches Geschöpf. Mein gesellschaftliches Ansehen ist ruiniert. Einfach nur ruiniert. Oh. Königin Eirin wird enttäuscht darüber sein, wie die Sippenfürstin von Schimmerheim zuließ, dass ein falscher Aldarch so viele Neuankömmlinge tötete. Bei einem solchen Skandal haben doch andere Reisende Bedenken, hierher zu kommen, ja? Der Aldarch rief den Fürsten der Geschäfte an, bevor ich ihn tötete. Den Fürsten der Geschäfte? Das kann nur Clavicus Vile gewesen sein. Über was für ein vom Vergessen geschaffenes Nest von Nattern ist Ras denn hier gestolpert? Dieser hat ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Wo ist die Psijik-Magierin? Ras würde sie gern nach ihrer Meinung fragen. Valsirin ist nach Arteon zurückgekehrt. Sie hat mich eingeladen zu kommen und mit ihrem Riddenmeister zu sprechen. Das Interesse des Psijik-Ordens ist es, was Ras Umdar wirklich besorgt. Dieser hatte noch nie viel für Magie übrig oder für jene, die diese Kunst ausüben. Andererseits hat Ras jetzt jemanden dort eingeschleust. Ein Auge von Ras, wenn man so will, ja? Valsirin meinte, dass der Orden versucht, mehr über den Aldarchen und die Luftperlen herauszufinden. Dann müsst ihr nach Arteon reisen und herausfinden, was die Psijiker in Erfahrung gebracht haben. Sobald ihr zurückkehrt, könnt ihr Ras alles darüber erzählen, damit er es an die Königin weitergeben kann. Ja, Ras gefällt dieser Plan. In der Zwischenzeit wird Ras der dädrischen Verbindung nachgehen. Okay. Ja, das möchte ich noch entdecken dann. Und dann... Stellen. Seid ihr gekommen, um euch an meinem Anblick zu ergötzen? Noch nachzutreten, während ich mich in meinem Elend wälze? Nun, macht nur. Ich habe es verdient. Warum habt ihr euch mit Aldarch Tikalar eingelassen? Ich habe ihn auf Sippenfürsten Milunthels Feier in Alinor getroffen. Wir hatten ähnliche Einstellungen zum Erlass der Königin. Und ich schlug vor, dass er das Kloster führen könnte. Sommersend ist doch kein Eintopf und die unterschiedlichen Völker keine Zutaten, die man einfach nach Belieben hineinstreuen kann. Ihr wusstet also, dass er plante, die Neuankömmlinge zu töten. Was für ein schändlicher Vorwurf! Tilkala hat mir gesagt, dass er sie dahin zurückschicken würde, woher sie gekommen sind. Ich hatte keine Ahnung, dass er sie töten wollte. Ich gebe euch mein Wort. Ich wollte nur, dass die Neuankömmlinge wieder verschwinden. Und dass ich nun erfahren muss, dass er die Daedra anbetet, wie widerlich. Haben alle Mönche im Kloster Daedra verehrt? Das will ich doch nicht hoffen. Wir müssen die göttliche Strafbehörde hineinschicken, um die Mönche aufzusammeln, die Tilkala nach Schimmerheim mitgebracht hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass daedrische Kultisten heilige Stätten schänden. Ich schätze, ich werde die stellvertretende Königin um Gnade bitten müssen. Das wäre wohl am besten. So. Entdecken. Ich habe nämlich keinen Bock, da gegen Gegner zu kämpfen. Kein Bock, von Schimmerheim wieder hierher zu rennen. Den Wehschrein von Silva Weid entdeckt. Und Arteum kann ich, glaube ich, auch auf dem Weg erreichen, weil Arteum ist, glaube ich, ist noch ein Gebiet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das nicht Arteum? Ja. Wie kann ich nach Arteon reisen? Reis nach Arteon. Muss ich irgendwas drücken? Was ist das? Warte mal, Reis nach Arteon kann man über da. Gut, dann gehe ich darüber. Nachtläuferräuber. Den Garten der heiligen Zahlen entdeckt.
höre Kaugeräusche. Garten der heiligen Zahlen, okay. Während ich hier in der Perfektion dieses Gartens sitze, sinniere ich über die heiligen Zahlen, die wir als für die Existenz des Universums als verheißungsvoll und unerlässlich erachten. 3 ist die Zahl des ersten, der ersten himmlischen, wie sie durch die Sonne und die 2 Monde verkörpert werden. Sie ist zudem die Anzahl meiner perfekten Töchter, weshalb wir keine weiteren Erben zeugen sollten. 5 ist die Zahl der Elemente, denn die Realität besteht aus Erde, Luft, Wasser, Feuer und Äther. Zudem ist es die Anzahl der Bücher, die ich jederzeit offen auf meinem Schreibtisch liegen habe. 8 ist die Zahl der Planeten, sowie die Summe aus 3 und 5. 8 ist zudem die Anzahl an Gläsern, Spinnweben, Loport, Anzahl an Gläsern, Spinnweben, Loport, die ich mir auferlegt habe, wenn ich mit den Mitgliedern der philosophischen Sozietät trinke. Kein Glas mehr und kein Glas weniger. Dies sind die guten Zahlen. Und die Summe der guten Zahlen, also die 16, ist eine wirklich sehr mächtige Zahl. Doch wir müssen uns vor den bösen Zahlen hüten. Denn der 2 fehlt jede Vision. Und sie versucht Dualität darzustellen, von der wir wissen, dass sie unmöglich ist. Falsch. Wenn du 2 Äpfel isst, lebst du gesünder. Das ist Fakt. Hier liegt ein Greif. Zum Greifen nah. Ich glaube, Greifen bringen Erfahrung. Boah, ein Ruckzucki. Krass, das ist ja wie bei Witcher. Das haben Level abgebracht. Sehr schön. So, gab auch einen Fertigkeitspunkt. Oh, was verbessere ich? Die Kralle oder die Lavapeitsche? Ich könnte auch Steinfaust verbessern. Wird zu einer Ausdauer führen. Ja, es wird schon Magicka halten, denke ich. Der wird auch empfohlen da unten. Halt euch nach dem Ende der Wirkungsdauer für einen Bruchteil des gesamten verursachten Schadens. Nett. Haben wir so eine kleine Heilungsfähigkeit noch dazu. Meine Fresse, ist das wirklich so weit weg? Das ist wirklich so weit weg. Was ist das für eine Kirche? Das ist ein Gewächshaus. Was machst du da? Brotan. Ach ne, das sind Kakerlaken. Passt auf, wo ihr hintretet, Fremde. Diese kleinen Schönheiten sind ebenso empfindlich, wie sie lecker sind. Okay, naja. Du isst Kakerlaken? Na ja, gut. Würde ich auch essen.
Denn in der Bosmer- oder Waldelfenkultur ist es so, dass man, ich glaube, nur von bestimmten Gemüsesorten oder so essen darf, aber sonst Pflanzen nicht essen darf. Gegner, der einfach mal. Das sieht so ein bisschen aus wie der tasmanische Teufel. So ein Tigerwolf. Ein Greif. Ja, machen wir noch einen Greif. Den habe ich auch noch nicht. Oh, das hält mich ja voll. 15 Erfahrung gibt es einer. Ja, das ist schon. Das ist eine gute Summe für den Anfang. Die Greifen sind schon eine gute Art, so ein bisschen zu leveln. Auch wenn es immer noch so ist, dass man nicht durch die Gegner levelt in diesem Spiel. Ach, von da oben kann man das weg. Kann man sich wegreisen. Das ist gut zu wissen. Alter, was war das? Arteum. Uiui. Die Welt der Psychic-Mönche, glaube ich. Krass, wie sieht denn das dann aus hier? Okay. Ich wäre dann, glaube ich, bald beeindruckt. Zinnflöz. Ocker. Wofür braucht man das? Das sieht so geil. Das sieht cool aus mit dem. Also ich will schon fast eigentlich sagen, dass Summer's Ed oder Summer's End, das Addon, das schönste Addon ist. Das war von oben schöner anzusehen. Den Turm Kepora entdeckt.
Psychic-Händler? Bevor ich ein Mitglied des Psychic-Ordens wurde, war ich die Tochter eines einfachen Schuhmachers. Bis heute haben solche Arbeiten eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. Wow. Erstmal 5000 Anleitungen. Ich verkauf mal Müll. Und dann können wir den Turm rauf, ne?